Ja, bleib da hinten, ich tu dir ja nichts. Boah, ohne Scheiß, auch wenn das jetzt richtig behindert anhört oder ihr denkt, boah, was ist falsch mit dem, aber ich krieg gerade voll Hunger. Aber es liegt daran, dass ich gerade so viel hier am Reden bin, gerade eine Stunde durchgehen. Da kriege ich immer voll Hunger. Ja, ich tu dir nichts. Ich tu dir nichts, okay? Alles gut, guck mal, ich hab dir nichts getan. Tschüss. So, hier, Monitore. Die sind aber diesmal kaputt, was ein bisschen mehr Sinn ergibt. Batterie, okay, das wusste ich nicht, dass hier eine ist. Haben wir schon sechs. Ich dachte, dieser Strichcode hätte gerade geleuchtet. So hell hier, Mann. Boah, Alter. Okay, hat sich für die Batterie definitiv gelohnt. Ja, ich bin ja still. Okay, A-Block. Alles klar. Ich möchte, dass du still bleibst. Kann ich nicht. Funktioniert das? Das hat funktioniert. Da geht es die Treppe runter. Okay. War gerade leicht in Anspannung, aber alles gut. Der ist jetzt die Treppe runtergegangen. Ah, hallo Typ. Aber da gerade hingehen, habe ich genau gesehen. Ja, ich bin ja still. Gut, da kommen wir jetzt noch nicht so hin. Boah, Alter, ich habe voll Hunger. Ich muss da jetzt mal was essen. Und dann nehme ich weiter auf. Das heißt, ich mache dann gleich erstmal eine Pause, esse erstmal was und nehme dann weiter auf. So, da drücke ich gleich drauf. Irgendwie Batterie oder so? Okay, wir können ja auch nicht so mit Batterien zugespammt werden, aber wäre eigentlich ganz cool. Alter, auf Albtraum. Ich glaube, ein oder zwei Batterien konntest du nur haben. Auf Albtraum. Das ist voll heftig. Genau, da kommt er. Ich glaube, der hintere war sicher. Ich glaube, der geht immer nach vorne ran. Ich glaube. Also ich kann mich daran erinnern, dass er mal in den Vordern reingeguckt hat, wo ich da drin war. Und als ich hintergegangen bin, hat er auch in den Vordern geguckt. Ja, er guckt in den Vordern. Er guckt immer in den Vordern. Also bei dem kann man sich sicher sein, er guckt immer in den Vordern. Er hat uns nicht gesehen, okay. Gut. Was macht er da? Alter, oh! Damit habe ich gerade nicht gerechnet, dass er da jetzt nochmal wiederkommt. Was willst du denn jetzt hier? Du hast doch hier schon geguckt. Da steht er. Willst du es hier nochmal reingucken? Ja, guck wieder in den ersten. Er guckt immer in den ersten. Ich kenne deine Tricks. Können verstecken spielen, ich mag Spiele. Ja, aber was ist, wenn ich denn jetzt schon komplett weg bin? So. Da läuft er.
Und er ist einfach despawned. Er ist nicht einfach despawned. Hä? Hä? Ist das jetzt gerade ein Bug gewesen? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Der hat uns nicht. Er hat uns nicht gejagt. Obwohl ich gerade direkt vor dem stand. Ein Meter nur vor dem stand. Will der mich jetzt hier verarschen? Ja. Hä? Die Musik ist irgendwie weggebuggt, kann das sein? Kann das sein, dass die Musik weggebuggt ist? Hä, als ob. Au. Ja, die Musik ist weggebuggt. Cool. Follow the blood. So. Bild regeneriert sich. Security. Genau hier. Das kam doch zuerst, bevor wir in die Kanalisation runter müssen. Wollte ich doch schon sagen hier. Der Inbegriff von Geduld. Ich möchte da nicht so unten reingucken bei denen, was die da haben, weil wegen YouTube und ich weiß nicht, ob die das falsch verstehen dann. Weil ist ja YouTube, ne? Oh nee, da sieht man einen Penis, jetzt müssen wir das Video sperren oder nicht mehr monetarisieren. Also ist mir egal, ob die Folgen, wo man das sieht, nicht monetarisiert werden können. Aber ja, halt ein bisschen dämlich so, ne? Vielleicht nicht so cool. So, ich mache jetzt hier gleich an einem bestimmten Punkt eine Aufnahmepause und nehme dann weiter auf, wenn ich dann fertig mit Essen bin. Ne, warte mal, das sind jetzt die da unten, ne? Ah, da waren wir ja gerade. Okay, wir müssen durch die Duschen weg. Das war jetzt aber noch nicht. Ne, das war noch nicht das, okay. Oder? Oder doch? Nee, das war es dann noch nicht. Okay. Wir kommen nochmal in so eine Sache hier rein. 7 Batterien. 8 Batterien. Ich habe fast das Maximum voll. Ich will trotzdem nichts an Batterien verschwenden. Ah, das ist eine Tür. Ich habe das gerade nicht. Ich dachte, wäre egal. Habe ich gerade nicht gesehen, dass das eine Tür ist. Kaffee. Okay, Fortschritt, genau. Können wir mal gucken, wir lange nicht mehr gemacht. Ist das ein Bug? Wir sind um 9 Uhr doch hier reingegangen. Warum haben wir es hier 9.05 Uhr? Wir haben aber Fortschritt gemacht. Also so ist es nicht. Keine Ahnung, warum das da so ist. Gut, das ist sehr viel zu lesen. Fangen wir mal an. Murkoff Corporation PG Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit vom Projekt Wallrider. Schauen Sie im Murkoff Corporation Wartungshandbuch MMPS MM180286 wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Habe ich gerade irgendwie komplett falsch gelesen. Gut, ja, duschen. Wir müssen durch die Duschen weg. Erstmal gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier durchlaufen. Block D. Ey! Dickissi. Ach ja, da hat er wieder was zum Spielen gefunden. Yep. Da müssen wir dann nachher noch hin. Ach was. Ich wusste... Oh. Dass wir eine Schlüsselkarte brauchen, wusste ich gar nicht. Also für die Duschen.
dass wir jetzt erst heim mussten, das habe ich jetzt heute nicht so gewusst, da was der Ausgang ist. Ja, genau, ich weiß. Ah, ich weiß, okay. Das wird gleich richtig lustig. Ich freue mich schon drauf. Okay, das war ja eine Lampe, ne? Genau. War, glaube ich, eine Lampe und kein Lüftungsschacht. So, hier war jetzt nichts bei dem, ne? Nee. Wenn, dann haben wir das schon. Ja. Zack. Oh, cool. Okay. Ach komm, die Batterie, die wird noch reichen. Entkomme durch die Duschen. Dann tun wir das doch mal. Jo. My God, he vanished. Er ist verschwunden. Schade. So, jetzt lade ich mal nach. Uns folgt ja keiner, das ist gut. Achso, oh, eine Spielkarte, ey geil. Es ist Karo 9? Nehme ich an, es ist Karo 9. Ey, und hier auch. Hier war König. Okay, wollte jemand Karten spielen. Hat dann aber nicht mehr so hingehauen. Da gehe ich gleich durch. Obwohl, jetzt hier gibt es ja nichts mehr. So, wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Warte mal, ich weiß nicht, wo jetzt. Wo ist jetzt lang. Ah! Ach so! Ah! Verstehe. Ich dachte, wir müssten gleich nochmal zurück. Aber nein, müssen wir ja gar nicht. Oh! Was haben wir denn hier? Eine Akte, okay. Ja, okay. Stundenzeiger bleibt also auch immer da, wo er ist. Dann bewegt sich wohl nur der Minutenzeiger. Also wir müssen nur auf den Minutenzeiger achten. Ich habe das vor Ewigkeiten mal durchgespielt. Da war es noch echt relativ neu, das Spiel. Das habe ich sogar in einem Livestream früher durchgespielt auf Twitch. Das weiß ich noch. Ha, das waren Zeiten. Da habe ich noch keine Zeit für YouTube und alles gehabt. Da habe ich mich eher auf andere Sachen konzentriert und hatte deswegen einfach keinen Bock auf YouTube. Darum kamen halt wirklich so gut wie keine Videos. Aber jetzt habe ich Zeit ohne Ende. Und deswegen wird jetzt hier ordentlich alles aufgeholt. So. Da freut sich auch mal wieder auf Aufnahmen, die funktionieren. So. Bild- und Audioaufnahme scheint noch synchron zu sein. Sehr gut. Totenschein von Dr. Wernicke. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke, Auftragnehmer Nummer irgendetwas von Murkoff, keine lebenden Anverwandten. Staat Colorado, bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Aktennummer 8732, Ort Colorado. Gemeinde oder Stadt Montmassive Preserve, voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat, 0 Jahre, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländischer Herkunft, 55 Jahre. Geschlecht männlich, Farbe, Rasse, weiß, ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, bitte angeben, ledig. Geburtsdatum, 20. Oktober 1918, Geburtsort Deutschland, Datum des Todes 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen am 4. Juni 2003 bis zum 28. Juni Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende. Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Haben wir neue Notizen? Ja, totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen?
Das kann man sogar echt daran erkennen, oder ich sage jetzt nicht, ob das so ist oder nicht, und ich weiß es auch wirklich gerade nicht mehr. Aber ich weiß, was mit ihm passiert. Nur, er hat ja gesagt, wo wir da den Strom anmachen wollten, nicht anmachen, wo wir das Haupttor aufmachen wollten, und der Pester uns da alles kaputt gemacht hat, indem man den Strom einfach ausgestellt hat. Da hat er ja irgendwas gemurmelt, von wegen, wir müssen es eindämmen. Und das war wahrscheinlich, er will halt helfen, dass hier alles wieder, ja, was heißt normalisiert, dass das Ganze hier halt dann, ja, eingedämmt wird, dass die Leute hier dann nicht mehr so existieren und das nicht weiter herausbreiten. Was ist heute eigentlich mit meinem Deutsch los? Es ist zwar schon spät, wir haben es 0:33 Uhr jetzt, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich komme darauf gerade nicht klar. Aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ach, geil, Alter. Okay, hier sollte ich die Tür gleich zumachen, obwohl das kann ich auch auflassen. So, dann spenden wir mal kurz nach vorne. Geil, Handschellen, die aussehen wie riesige Engel. Ja. Hallo, na, wie geht's? Okay, er will uns hier etwas Böses. Die Tür war gerade zu, habt ihr gesehen? Der kann ja nicht hoch, von daher. Der wartet jetzt wahrscheinlich da hinten. So. Zack. Und da sind wir in was ganz Leckerem gelandet. Ja. Sehr lecker. Finde einen anderen Weg in die Duschen. Okay, und an dieser Stelle wollte ich jetzt auch eine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann also in den nächsten Folgen. Ich habe jetzt 1,5 Stunden aufgenommen. Das dürften so um die 5 bis 6 Folgen. Also, wir sehen uns dann in Folge 7, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß nicht, wie ich das schneiden werde. Auf jeden Fall, nee, gar nicht. Wir sehen uns in Folge 6 wieder. Ja, circa Folge 6. Egal. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschüss.